Guten Morgen. Wir haben heute Sonntag und zwar Ostersonntag. Und zu uns ist sogar der Osterhase gehoppelt. Er hat uns gefunden, obwohl wir hier mit dem Gustl ziemlich abseits stehen. Hört ihr es schon im Hintergrund, wie hier die Töpfe klappern? Das ist der Helle. Er macht uns heute nämlich ein österliches Frühstück. Wir gehen gerade mal schauen, was er uns da brutzelt. Es riecht auf jeden Fall total lecker. Guten Morgen. Nach alter deutscher österlicher Tradition gibt es bei uns am Ostersonntag heute Spiegelei und Bacon. Das riecht lecker. Lecker. Es muss nur noch der Kaffee soweit sein. Aber das Wasser, kommt das überhaupt schon? Nee, die Lampe. Oh, das dauert mit dem Kaffee. Das ist etwas, was sehr lange geht. In der Zeit immer. Können wir uns an unserem Frühstückstisch erfreuen. Naja, eine Tasse Kaffee wäre mir jetzt aber ganz recht. Nein, der schöne Frühstückstisch muss noch ein bisschen wirken. Ah, ist das nicht lecker? Lecker, lecker. Ich freue mich schon richtig drauf. Habe jetzt richtig Appetit. Etwa Helle. Du jo. Auch, oder? Jo. Also euch noch einen schönen Sonntag. Wir melden uns, sobald wir irgendwo im Trockenen sind. Und lasst es euch schmecken. Jawohl. Tschüss, bis dann. Wir haben uns auf den Weg gemacht und fahren jetzt durchs Allgäu. Extrem schmale Sträßchen haben wir uns da mal wieder rausgesucht. Ich zeige euch da mal ein bisschen davon. Eigentlich wollten wir in die Sonne fahren. Mal schauen, wann wir die endlich finden. Guten Morgen zusammen. Ist das nicht schön hier? Aufwachen und die Sonne scheint. Und es ist so ruhig. Was hört man hier? Nur die Vögel im Hintergrund. Naja, okay, ganz weit oben fliegt noch irgendein Flugzeug. Aber ansonsten wirkliche Ruhe. Das ist doch genau das, was wir uns als Caravaning, als Wohnmobilisten uns immer wünschen. Irgendwo stehen. Ganz toll. Schön ist es. Mal schauen, was uns der heutige Tag bringt. Er kann eigentlich nur schön werden. Ein Grund.
So, jetzt sind wir in Hohenstaufen, das gehört zu Göppingen. Und mir ist schon Geschichtsunterricht untersagt worden von der Ossi. Aber wenn ich bei den Staufern bin, da hält halt nichts, ja. Also Ossi, wer ist der bekannteste von den Staufern? Der Barbarossa. Sie hat schon was gelernt, die Ossi. Ja. Und der Lieblingsstaufer? Friedrich der Zweite. Zweite, okay. Und weil die Staufer noch viel mehr zu bieten haben, schauen wir uns die Ausstellung jetzt an. Ja, und dann gehen wir in diese Ruine. In oder? Die Burgruine Hohenstaufen, die vermutlich von den Kaisern, also Barbarossa, Friedrich II., nie bezogen wurde. Ich nehme an, dass das nur die herzogliche Linie der Staufer der Schwaben gewesen ist, aber gehört natürlich zu den Staufern dazu. Denn die Staufer haben ja überall gewirkt, bis nach Sizilien. Okay. Und der Barbarossa ist im Osten gestorben, ertrunken im Fluss. So auch noch. Aber das schauen wir uns jetzt alles an, das werden wir hier alles sehen. Ja, und so viel Geschichte, das reicht jetzt. Aber ihr merkt, ich muss immer nur schnaufen, denn der Weg vom Parkplatz da unter bis da hoch war wieder mal ganz schön steil. Verdammt steil, ja, trotz E-Bike. Ja. Sag mal, Scheidegg lässt grüßen, oder? Obwohl wir ganze Ecke davon weg sind. Ja, genau. Aber die Könige und Kaiser, die haben ihre Burgen halt leider immer am höchsten Punkt errichtet. Und das, obwohl sie kein E-Bike hatten. Ja, genau. Also, los geht's. Ja. Ja, klar. So. Habe ich schon. Okay, dann brauche ich es ja nicht auch noch. Nein. Also wir sind hier in der Ausstellung der Staufer und mit den Staufern, den Welfen und den Hohenzollern habe ich mich ja schon intensiv auseinandergesetzt. Aber ich muss mal eins ganz ehrlich sagen, da merkt man erst, was für Wissenslücken man hat. Denn hier sind nochmal so viele Fragen aufgeworfen durch die Ausstellung. Das ist echt irre, die Geschichte. Also, ich weiß, dass ich nichts weiß. Schön gesagt hast du das. In unserem Osterurlaub Teil 1, Scheidegg, ist ein steiler Berg drinnen. Aber gegen den Berg von Hohenstaufen ist das ja gar nichts. Ossi? Ja, ich muss ganz schön schnaufen. Ja. Also, mein Osterhase, mein Schokoladenhasen, den habe ich jetzt bestimmt schon wieder abtrainiert. Wir haben aber gerade von Wanderern die gute Nachricht bekommen, noch eine Kurve und dann haben wir es geschafft. Wird auch wahr sein. Wir müssen erst ausschnaufen. Dieser Anstieg, der hat uns geschafft. Oder auf jeden Fall mich. Und dich? Überhaupt nicht. Ganz locker wie eine Gazelle bin ich darauf. Ja, ja. Dabei kann er kaum sprechen vor lauter Schnaufen. Aber dieser Blick, ich sag's euch, das müsst ihr einfach mal sehen. Es hat sich gelohnt, darauf zu kommen. Ja.
Na, Hille? Gar nicht geschafft, gell? Nee. Nee. Man sieht's dir an. Schön, dass es solche Bänkle gibt. Jo. Wo man sich so richtig ausruhen kann. Jo. So bleibe ich jetzt liegen. Ja, eine ganze Weile. Ja. Bis wir wieder richtig bei Atem sind, ja, oder? Und dann kommt die Runterfahrt, die wird auch nicht mehr abenteuerlich. Ja, hoffen wir, dass unsere Bremse gut funktioniert. Ja, vor allen Dingen ist der Schotter frisch aufgeschüttet. Deswegen musste ich nämlich bei der ersten Anhöhe aufsteigen, weil das Vorderrad weggerutscht ist. Also muss man verdammt aufpassen, wenn man jetzt da runterfährt. Gell, Ossi? Ja. Ja. Nicht, dass wir da einen Sturz zu beklagen haben. Nein. Ich bin ganz vorsichtig dann. Sehr gut. Und jetzt genieße mal aber erstmal diese Sonne. Den Ausblick und die Sonne. Ja, genau. Sehr schön hier. Die Nummer 7, das sind wir gerade raus, das ist mein Platz. Das ist Sonne, Nummer 7. Reste der Burg sind noch vorhanden. Haben wir es nicht heute toll erwischt? So ein schönes Wetter und die Sonne richtig zum Genießen. Wunderschön. So, sind wir zurück. Der Parkplatz ist mittlerweile gut gefüllt. Da waren wir heute Nacht einsam und jetzt ist alles voll. Also man sieht, schönes Ausflugsgebiet. Wir fahren jetzt weiter.